Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video Sims 3. Und ihr fragt euch bestimmt, warum geht das in dem Ordner Sims 3 los, wo der Trottel die ganzen Videos abgespeichert hat? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Aufnahme vom Häuserbau ist bzw. war korrupt. Das heißt, das soll so eine Art kleiner Vorspann sein, dass es direkt mit einem gebauten Haus losgeht. Also bitte nicht wundern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit dem Video. Und dann würde ich sagen, gönnt euch. Wir sehen uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 mit mir, dem Sarius. Und sind die beiden nicht niedlich, wie sie da schlafen? 22:26 Uhr und die beiden schlafen. In Real Life überhaupt nicht zu denken. Mal sehen, wann sie ausgeschlafen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das nachgucken konnte. Da gab es doch, ja genau, da konnte man hier sowas ausklappen. So. Arbeitslos ist ja Standard. Ah ja, hier. Er hat Hunger. Energie füllt sich auf. Oh. Was geht jetzt für Musik? Oh, Einbrecher. What the fuck? Pause. Pause. Boah, da muss ich mal ganz schnell aufstehen. Muss ich auch mal ganz schnell aufstehen. Und der Eume auch. Dann müssen sie sich den snacken. Ey, könnt ihr euch mal den... Ey, was... Ey, er nimmt mein Klo mit. Was soll denn das? Schlag den mal zusammen, Eume. Ey, könnt ihr... Ey, los, Stiefelkreis. Seid ihr dumm? Seid ihr dumm, der ist... ey, der bricht ein. Könnt ihr den mal wegmachen? Boah, ich muss aber... Komm, wir müssen die Polizei rufen. Da geht das irgendwie. Dienste. Ah ne, da war's doch. Polizei rufen. Los, go, go, Gadget-Däume. Ruf die Bullen. Ey, der Typ snackt sich alles. Der Typ snackt sich den Wecker. Ey, hoffentlich kommen die Bullen jetzt. Ey, der verpisst sich. Oh, da sind die Bullen. Ja, wow. 25 Jahre zu spät, wie in Real Life. Geil. Oh ja, jetzt sagt mir nicht, dass die über Computer labern, ey. Ey, das ist ja wohl der Hammer. Wow, aber das nächste Mal kriegen wir ihn. Ja, komm. Kann es gehen? Erstmal hier bitten zu gehen. So. Go away, Junge. Gewinne Eugene als Freund, aber ab. Weißt du, wer kauft uns jetzt neues Klo? Wir haben kein Geld. So, der hat Hunger. Das ist ja auch mitten in der Nacht. Erstmal pennen. So, wenn die beiden Dudes wieder munter sind, beziehungsweise wieder wach sind, dann sehen wir uns auch wieder. Der Eume steht als erstes auf. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Nein, Spaß beiseite. So, und der Eume, hier, man sieht, was Bett machen. Ja, hier, komm, do it. So, siehst du, gleich erfüllt, gleich zufriedener. Der Eume, der hat Knast. Deswegen macht er jetzt ein richtig geiles Frühstück und er macht jetzt Crackwaffeln. Der Sarius, der wirkt jetzt seinen fetten Arsch und geht gleich erstmal unter die Dusche. Oh ja, aufstehen, komm, ist egal. Ach, der hat uns auch noch einen Stuhl geklaut, das dumme Stück Scheiße. What the fuck? Ja, wow, wie soll ich das ersetzen? Oh, Hunger hat er. Ja, der Eumel, komm, das ist jetzt interessant. Wir gucken jetzt, wie der Eumel seine Crackwaffeln macht. Ja, hier sind wir den Eumel. Wir Scheiße, Sägespäne, Sperma und Crack alles zusammen in eine Schüssel gibt. Oh, und noch ein bisschen Crack. So, und jetzt füllt er das mit der Hand in eine andere Schüssel.
rührt darin schön mit seinem vollgekoksten Löffel. Oh, und der singt voll geil dabei, Junge. Ach nee, ich glaube, das ist Arius in der Dusche. Oh, und jetzt kommen die Waffeln geil in den Ofen, Junge. Der Eumel macht richtig geile Waffeln im Ofen. Ich habe schon das böse Bild vor mir, dass es hier gleich brennen wird. Und der Arius, der hat Hunger. Mikrowellen, meinst du, könnte der essen? Er denkt schon nur an Computerspiele spielen, ey. Das sind die richtigen. Geh erstmal dahin. Der Eumel, der macht doch Frühstück. Warte doch mal. Der macht doch richtig geile High-Wert-Waffeln. Der Sarius, der fängt nämlich heute an mit seiner Arbeit. Aber der geht nicht arbeiten. Nö, der ist viel geiler. Und er setzt sich einfach seinen scheiß Computer und schreibt irgendwelche sinnfreien Geschichten, während er komplett zugedröhnt ist und verkauft das dann für viel Geld. Und er will die ganze Zeit zocken. Ja komm, Eumel, kannst du auch mal langsam deine Waffeln fertig machen, jo. Ja, naja, bitte. So, Waffeln sind fertig. So, schnapp dir erstmal einen Teller. Wer schreit da neben meinem Haus rum? Ach hier. Oh, die Post. Rechnung. Ja, natürlich. Schickt mir erstmal Rechnung. Kann ich gar nicht bezahlen. Oha. Ja, die merken wir uns. Die merken wir uns. Die merken wir uns für die Dudes. Er muss echt im Schachraum essen, what the fuck. So, wenn er gegessen hat, ja, Waffeln zubereiten möchte, der, das kann er morgen wieder machen, kriegt er nochmal schön die Erfahrung dazu. Und der Sarius, der fängt jetzt mal an zu arbeiten. Der fängt jetzt nämlich an zu schreiben. Ein Sachbuch oder Roman? Ja komm, der hat die Crackwaffe gegessen, der kann richtig geilen Roman schreiben. So, dann macht die Kiste mal an. Ja, komm, wie nennt man das? Wie nennt man das Buch? Ein Roman. Ein Roman. Eumel und die Crackpipe. So. Eumel und die Crackpipe. Das wird der geilste Roman, den es ever gab. So, er stellt die Reste in den Kühlschrank, der Eumel. Jetzt kann man dem Eumel so lange zugucken. Hier, los, aufräumen, hopp. Ja, und größtenteils kann man hier dann auch gar nichts weiter machen, weil dem Haus... Oh, wer bist du denn? Ah, du bist hier Zeitungsmädchen. Ja, da kann er im Garten auch mal noch ein bisschen aufräumen, der Eumel. So, hier, das kannst du dann mal in den Müll schmeißen. Job suchen, aber ab. Hier, Zeitung lesen, das kann er. Was machen die alle auf meinem scheiß Grundstück? Was wollen die hier? Emma Hatch, Blair Wainwright und wer ist das? Styles McGraw. Ey, können die sich mal verpissen von meinem scheiß Grundstück? What the fuck, ey? Hier, Rechnung bezahlen ist nicht. Und der Eumel, der gönnt jetzt die Zeitung und der Sarius. Hier, da seht ihr schon. Der schreibt voll geil mit richtig vielen Absätzen, damit es noch ein bisschen mehr aussieht. Bestimmt so eine Schriftgröße 40. Damit er sagen kann, ey, ja, ich habe 200 Seiten geschrieben. Ja, und wenn es hier mal wieder ein bisschen was Spannenderes zu tun gibt, dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und der Sarius ist ganz alleine zu Hause. Und schreibt immer noch so stoned, wie er ist, an seinem kleinen Buch weiter. Und der Eumel ist nicht zu Hause. Denn der ist in ganz geheimer Mission unterwegs. Der ist beim Dealer des Vertrauens. Und, oh Gott, der Eumel erzählt. Nein, Eumel, hau ab. Du sollst nach Hause. Du sollst nicht mit der Alten plaudern. Denk dran, du hast heiße Ware dabei. Los, beweg dich. Beweg dich, du faules Schwein. Gewinne Cornelia als Freundin. Nö, jetzt erstmal nicht. Wir dürfen nicht auffliegen.
Wir dürfen erstmal nicht auffliegen. Ja, der Eumel, da ist bestimmt noch so ein halbes Jahr weg. Da gucke ich jetzt nicht. Da rennt schon wieder jemand auf mein Grundstück. Ich brauche echt eine Sniper-Rifle, ey. Ohne Scheiß. Da bist du. Monica Morris. Ich brauche eh noch so einen kleinen Sniper-Turm hier. So, komm, Eumel, beeile dich. So, dann kann der Eumel mal hier hingehen. Und dann gucken wir noch mal in Eumels Inventar. Ja, und haha, Limon. Wie, da kann er das nicht? Ist der zu dumm dafür? Nee, ich wollte gerade sagen. Los, hier. Los, Junge. Anpflanzen, anpflanzen. Und die Limone kannst du da reinpfeifen, damit du richtig stoned bist. Osaris hat die ersten Kapitel von Eumel die Crackpipe fertig und hat 8 Dollar bekommen. Geil. Ja, der Eumel, der macht mehr Money. Der Eumel, der pflanzt hier erstmal richtig geil das Weed im Vorgarten an. Das muss der Eumel jetzt auch immer schön pflegen. Oh, ne, nicht wegwerfen. Aber ich kann nichts anderes erstmal machen. Duschen will der Eumel. Ja, schmutzig. Ja, das ist schon schmutziger Dude. So, der kann dann mal fröhlich sein Buch schreiben. Und ich schalte wieder zu, wenn wieder was Spannendes passiert. Bis gleich. Fängt das mal zu singen unter der Dusche. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Nein, nicht, dass diese Verpixelung rumspinnt, sondern dass die Verpixelung, also quasi der Fettsack Eumel, die ganze Dusche ausfüllt, ey. Das wollte ich mal kurz zeigen. Bis gleich. Neues von Sarius beim Bücherschreiben. Bei Sarius wirkt gerade das Crack richtig, richtig heftig. Und er hat einfach mal den Bildschirm ausgemacht und schreibt einfach weiter. Den stört das überhaupt nicht. Ja, der kann Korrektur lesen, kann gar nichts. Hauptsache der Bildschirm ist aus. Oh, Leute, einschlagende Ereignisse. Der Eumel, der war gerade draußen. Und vor lauter Aufregung hat er erstmal angefangen Schach zu üben. Oh, das kann er erstmal lassen. Und der Eumel, der hat draußen was gefunden. Den heiligen Hain des Crystal Meth. Und den muss ich jetzt erstmal angucken. Ja, da gibt's alles, was das Herz begehrt, ja. Da rennt der Eumel jetzt erstmal hin. Wo bleibt er denn? Ah, da kommt er. Und hier, seht ihr, hier stehen Pflanzen, hier stehen Bäume. Und der Eumel, der fängt jetzt hier erstmal an zu klauen. Nämlich das Gemüse, was hier im Heiligen Hain des Crystal Meth wächst. Das gehört ihm nicht, das gehört eigentlich dem Großbauern von nebenan, aber scheiß drauf. Eumel don't care, Eumel klaut einfach das Gemüse und steckt sich das alles in die Taschen seiner stylischen RTL-Hose. Dann lassen wir den hier mal ein bisschen abernten. Dann können wir die Scheiße verticken, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle in der Haushaltskasse. Vielleicht können wir dann die Rechnungen bezahlen. Ohne dass der Steuereintreiber uns noch mehr Sachen aus der Bude holt. So, schön die Äpfel pflücken. Jawohl. Und ja, nicht so, der ist ja was Gesundes, der frisst es eh nicht selber. Los, pflück das. Pflück es. Pflück es. Los, pflück es schneller. So, das können wir mal im Gedächtnis behalten. Oh jawohl, 4 Äpfel. Dann kann er erstmal hier hinrennen. Dann können wir die Scheiße erstmal zwischenlagern im Kühlschrank. Und können morgen mal den Eumel nochmal in die Stadt schicken. Dann kann er da erstmal schön verticken. Was ist mit dem Sarius los? Der ist
Das ist irgendwie nicht so. Oh, der muss auf die Toilette. Ey Junge, du musst auf die Toilette. Hör auf mit Eumel zu labern. Achso, wir haben gar keine Toilette. Stimmt ja. Wir haben gar keine Toilette. Okay, dann gehen wir lieber raus. Denn er macht sich gleich in die Hose. Oh, zum Glück ist das draußen passiert. Ach ja, das ist weg beim nächsten Regen. Dafür muss ich jetzt zwar erstmal duschen gehen, aber... Das ist weg beim nächsten Regen. Aber wenigstens ist es nicht in der Bude passiert. Und der Eumel... Was der Eumel liest, ne? Mm-mm, das macht er nicht. Das kannst du voll knicken. Der Eumel und lesen. Boah, wir brauchen echt Kohle. Boah, ich glaube, ich lasse den Eumel das gleich noch verkaufen vorn. Da sind ein paar Zutaten drin, die wir verkaufen können. Komm, das können wir doch bestimmt alles verkaufen. Ich meine, wer braucht das schon? Wir brauchen das Geld, wir brauchen eine Toilette. Was ist das denn? Ein Ei? Komm, alles rein. So, und dann ab in die Stadt, Eumel. Ja. Ab in die Stadt den Spaß verticken. Denn hier gibt es nämlich noch eine Stadt, wo wir das verkaufen können. Hier Obst und Gemüse verkaufen. Da fährt er jetzt hin. Verkauft er für 31 Bucks. Und oh! Da können wir angeln. Gut zu wissen. Boah, da ist schon wieder einer von so einem Grundstück. Los, hin da. Komm. Hier, Barsch begrüßen. Was macht der auf unserem Grundstück, ey? Hier, komm, der soll mal wieder gehen. Wie, der findet mich... Ja, ich wollte gerade sagen, hier. Hier, kämpfen. Hier, schreien an. Warte, ich werde von meinem Grundstück, du Faggot, ey. Komm, wir sind gemein zu dem. Komm, hier, beleidigen. Du trinkst gerne Milch aus Flaschen, du Flasche. Da kommen jetzt so ganz freundlich hier so, komm, einfach, also plauder so ganz freundlich, ja. So, als ob nichts war. So, weißt du, so, jetzt erzählen jetzt, ob nichts gewesen ist. Ey, ich verstehe das Spiel teilweise echt nicht. Ja, da soll mich mal in Ruhe lassen. Ich will nämlich jetzt angeln. Hier, der soll sich verpissen. Komm. Sarius will angeln. Sarius will einen Fisch fangen. Denn wenn man kein Geld hat, muss man sich das Abendessen irgendwie so verdienen. Und der Eumel labert schon wieder. Der Eumel soll auch angeln gehen. Los, mach hin. Weil so haben wir mehr Erfolg. Und wenn ich was gefangen habe, oder wenn irgendwas anderes Geiles passiert, dann bin ich für euch wieder dran. Bis gleich. Einfach mal nur, um dieses schöne Bild festzuhalten. Der Eumel ist aus der Stadt wieder da. Und gemeinschaftlich sind sie hier draußen am Angeln. Und ich meine, er hat wenigstens versucht, das Ding ein bisschen ins Wasser zu hauen. Aber Leute, komm, das ist ein halber Meter. Ist das sein Scheißer? Oder guck mal, wie geht's den beiden denn? Ja, die sind ein bisschen hungrig. Da kann der Eumel, das wird eh nichts, da kann er es auch sein lassen. Da kann er drin schon mal das Abendessen vorbereiten. Oh Gott, die Kameraführung. Oh. Alter, ich hasse diese Kameraführung in dem Spiel. Ich hasse diese Kameraführung. Da kann der Eumel hier schon mal Abendessen servieren. Da kann er erstmal schön Mac and Cheese kochen. Der Sarius, der versucht sein Glück noch so ein bisschen beim Angeln. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hat er was im Inventar irgendwie? Köder oder so? Nö. Okay, Spaß hat er keinen.
Er ist sehr angespannt, bisschen schläfrig und au, Hunger hat er. Ja, dann cut ich gleich wieder, wenn wir beim Abendessen sind. Bis gleich. Und da sind wir wieder, wie versprochen, beim Abendessen. Der Olme hat nämlich die leckeren Macaroni mit Käse gemacht. Und Sarius fand die richtig geil. Und Olme hat gar nichts gegessen? Okay. Weil Sarius ist hundemüde. Da lässt auch gleich mal den Teller stehen. Ne, das macht er nicht. Der geht jetzt ins Nest. Der räumt überhaupt nichts mehr auf. Und mit dieser wunderschönen Umkleideszene und diesen wunderschönen Zudecken beende ich auch diese Folge von Sims 3. Wir sehen uns auf eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.